Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier von Schwungvoll. Und ihr seht es im Hintergrund schon, ich bin in der gläsernen Manufaktur ID3, ID4, ID5. Aber deswegen bin ich gar nicht hier, denn heute soll es um den brandneuen ID Buzz gehen. Und der steht genau hinter mir jetzt und den will ich euch zeigen. Geile Karre! Ja, was kann ich euch jetzt noch zeigen zum ID Buzz, was andere nicht schon gezeigt haben? Eigentlich nicht viel, aber was tatsächlich viele noch gar nicht gezeigt haben, das ist das Folgende. Das Thema Ladeklappe hier hinten sorgt für kontroverse Diskussionen. Ich öffne sie mal für euch und gleichzeitig öffne ich jetzt die Schiebetür, weil man könnte ja glauben, dass das nicht passt, aber ihr seht, es passt. Ganz hervorragend sogar. Und alles andere hätte mich jetzt auch verwundert. Trotzdem sorgt es für Diskussionen, aber ihr sollt wissen, es passt. Übrigens, die Schiebetüren beim ID Buzz sind serienmäßig auf beiden Seiten rechts wie links vorhanden. Elektrisch natürlich als Option, aber sie sind auf jeden Fall rechts und links vorhanden. Der ID Buzz hat hinten eine klassische Hecktür. Das heißt, das Ganze fährt ganz weit auf. Und hier oben drunter, da kann sogar ein Stefan Möller mit 2 Meter stehen. Ansonsten, was fällt hier auf? Man hat einen doppelten Ladeboden im unteren Bereich. Und wenn man die Sitzbänke umklappt, ergibt es eine gerade Ladefläche. Das ist tatsächlich interessant für Menschen, die mit dem Buzz campen wollen. Ihr seht hier oben so eine Schlaufe. Das ist so ein bisschen eine Reminiszenz an den Bulli tatsächlich. Also ist ja nicht notwendig, weil die Heckklappe elektrisch ist. Trotzdem haben sie es gemacht. Die findet ihr übrigens auch noch wieder, wenn wir mal eben hier an die Schiebetür gehen. Halteschlaufen nannte sich sowas früher. Die gibt es nämlich auch hier. Ja, bevor die weiteren Buzz-Versionen ausgeliefert werden, hier die Standardversion mit natürlich einem CCS-Ladeport, 11 kW Ladeleistung an AC und jetzt neu in der MEB-Baureihe tatsächlich einen maximalen Ladepeak von 170 kW. Damit ist der ID Buzz in rund 30 Minuten von jetzt 5% auf 80% geladen und ja, damit kann man doch schon einigermaßen reisen. WLTP-Reichweite ist noch nicht final homologisiert, aber man hofft hier, dass dann die 400 Kilometer fallen werden bei dem Fahrzeug mit dem 77 Kilowattstunden Akku, wie er jetzt hier gerade aktuell steht. Ja, immer wieder findet man am ID Buzz so ein paar Anleihen auch aus dem Typ 1 Bereich, hier diese angedeuteten Lüftungsschlitze, das ist tatsächlich gar nichts. Also das Rautenmuster kennt man schon aus den ID-Modellen, gerade aus dem ID3 und ansonsten ist es einfach nur schwarz. Aber sieht schick aus, oder? Besonders stolz ist man übrigens beim ID Buzz auf das VW-Emblem. Das ist nämlich deutlich größer, als es zum Beispiel beim ID3, ID4 oder auch ID5 ist und ist so einzigartig nur beim ID Buzz zu finden. Übergröße, aber eben auch hier wieder die Anleihe an den Typ 1, der natürlich ein riesen VW-Logo vorne in der Front hatte. Und ja, die 2-Farben-Gestaltung, die habt ihr schon gesehen. Auch das gibt es beim ID Buzz in 4 Varianten. Seht ihr diesen 2-Farben-Look? Den finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Gerade hier in dem Orange mit dem Weiß. Dazu kommen noch weitere Farbvarianten. Aber das ist schon für mich ein kleiner Favorit hier. Übrigens zum Thema Design. Da habe ich jetzt noch mal ein kleines Interview mit einem wahren Experten, mit Klaus Tizziora. Das ist der Chefdesigner hier bei VW und verantwortlich unter anderem für die komplette ID-Baureihe. Und wer, wenn nicht er,
kann etwas noch zum Thema ID Buzz sagen. So, und hier ist er jetzt, der Klaus Ziziora, Leiter Produktdesign der Volkswagen AG, oder? Ja, Leiter Konzerndesign. Konzerndesign. Wie man das nennt, ist ja nicht so wichtig. Nein, überhaupt nicht. Entscheidend ist, dass es um Design geht, und Design wird immer wichtiger. Ganz großartiger Job mit einem tollen Team. Du sprichst es gerade an, du bist im Prinzip für alle ID-Baureihen, also die sind durch deine Finger gegangen und du hast entschieden, mit wie sie aussehen sollen, oder? Ja, in meiner Zeit als Designchef der Marke Volkswagen ist auch dieses Produkt entstanden, neben den anderen IDs. Und ja, das ist schon großartig, die jetzt alle zu sehen und ja, zu erleben, dass die auf die Straße kommen. Und ich bin sehr stolz auf das Team. Ja. Das war eine großartige Arbeit. Sehr tough, sehr herausfordernd. Glaube ich. Ihr hattet wenig Zeit, ne? Ja, wir hatten wenig Zeit, das kann man sagen. Aber jetzt sind sie halt da und die Menschen reagieren wahnsinnig positiv. Kann ich nur bestätigen. Auf die Fahrzeuge. Und gerade dieses Auto ist natürlich auch für mich persönlich ein Traum gewesen, das auf die Straße zu bringen. Ich habe fast 20 Jahre daran gearbeitet, in meiner Karriere, diese Art von Auto wieder zu beleben. Und es hat damals mit dem Microbus begonnen. Das hätte ich jetzt gefragt. Tatsächlich, warst du da schon involviert bei Microbus? Ja, klar, ja. Ich bin 32 Jahre jetzt bei Volkswagen, und der Microbus war schon eine Herzensangelegenheit. Absolut. Ich blende euch das mal eben ein. Das ist der Microbus, wer ihn nicht kennt. Ja, dann kam es leider nicht dazu, es wurde halt nicht entschieden. Dann haben wir es nochmal in kompakterer Art und Weise versucht mit dem Bulli. Kam leider auch nicht, fand sich keine Mehrheit dafür, hat sich so nicht gerechnet. Dann haben wir in Las Vegas den Bud E vorgestellt. Und das war dann quasi so ein bisschen die Stufe dahin, den originalen Bulli wiederzubeleben. Und als der Herbert Diess dann gesagt hat, komm, jetzt mach, ne, dann haben wir dieses Auto gemacht, diesen Showcar. Der Rest ist jetzt schon fast Geschichte. Ja, 2017 haben wir das Auto in Detroit vorgestellt, dann in Pebble Beach in Kalifornien der Öffentlichkeit gesagt, wir bauen ihn, und heute ist er da. Ja, mega cool. Du sprichst es gerade an. Also ID, jeder ID für sich ist sicherlich ein tolles Auto. Ist der ID Buzz jetzt aktuell für dich das Lieblingsmodell, oder sagst du schon, nee, ich bin vom Kopf her schon weiter, da kommt noch was, das ist doch viel geiler? Ja, da kommt natürlich noch was, aber dieses Auto ist schon eins meiner persönlichen Highlights und sowas in der Karriere als Meilenstein haben zu dürfen, schon großartig. Ja, das glaube ich. Gerade fast schon untypisch für VW, also ich fahre selber ja den ID3, das wisst ihr. Ihr habt hier tatsächlich auch so ein paar Easter Eggs reingebaut. Wie kam das? Wer hatte die Idee, oder warum seid ihr plötzlich in diese Richtung gegangen? Ich finde es total großartig. Ich zeige das euch jetzt mal eben in ein paar Clips, aber es ist super. Ja, dieses Auto ist ja wie eine Love Affair. Ja, ich mache mir immer den Spaß daraus, wenn ich auf irgendwelchen Flughäfen unterwegs bin, dann gehe ich immer in so Souvenirshops oder Zeitungsläden, wo es auch Spielzeug gibt, ja, oder kleine Gadgets, die man halt so mit nach Hause bringen kann, irgendwelche Souvenirshops halt. Ja. Und man wird immer irgendwie den T1 finden, den Bulli finden. Das ist, ja. So, ne? Das ist halt eine Love Affair. Das Auto hat sich in das Gedächtnis der Menschheit geschrieben, mit seiner Sympathie, mit seiner Funktionalität. Und das war dann einfach auch für uns die Steilvorlage, dem Auto so viel Wärme wie nur möglich mitzugeben und überall so kleine Dinge zu verstecken, die man halt dann Zug um Zug erleben kann. Ne? Dazu gehört auch die Halteschlaufe beim Einsteigen in die zweite Reihe, aus so einem Zitat aus der Vergangenheit, aber eben auch total funktional. Ja. Sprichst es gerade an mit Ländern, Urlaubsreisen und so weiter. Der ID Buzz, wie wichtig ist neben dem deutschen Markt, europäischen Markt, der amerikanische Markt, wie wichtig ist das Auto für diesen Markt? Für Amerika hat dieses Auto, glaube ich, fast noch mehr als in Deutschland oder in Europa eine extrem wichtige Bedeutung für die Marke. Der Bulli ist dort drüben
ein super Zeichen für eine Freiheitsbewegung gewesen. Und ja, diese Funktion, wenn man so will, ist ja hier auch drin. Ja? Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um das Erhalten von Mobilität für CO2-Reduktion und das Leben mit der Familie, zu reisen. All das wollen wir ja erhalten, aber eben in jetzt digitaler und nachhaltiger, elektromobiler Form. Und das macht dieses Konzept so besonders. Und ich glaube halt, und das zeigen auch die Reaktionen, dass die Amerikaner uns das aus den Händen reißen werden. Das wird garantiert passieren, bin mir ganz sicher. Dachgepäckträger möglich? Also ich denke schon an die Surfer Boys. Natürlich werden alle möglichen Versionen kommen. Und das ist jetzt der Anfang, das ist der Beginn. Und ich freue mich natürlich auch schon auf eine Camper-Version und auf den Langradstand. Ja. Der Cargo ist auch sehr, sehr cool. Ja, wird sicherlich auch von den Menschen in Amerika, aber auch in Europa sehr geliebt werden, weil er einfach eine Plattform bietet, auf der man sich dann verwirklichen kann. Stichwort Weiterentwicklung. Jetzt sehen wir hinter uns eine Rückbank. Man kann schon denken, hinten so ein bisschen Ablage, da kommt natürlich noch eine weitere Rückbank. Mhm. Ist es geplant, Einzelsitze oder Laufschienen im Boden auch anzubieten irgendwann, dass er nochmal, ich sag mal, mobiler wird, dass du sagen kannst, hey, heute will ich einfach zum Campen raus, da brauche ich nur 4 Sitze oder so und habe viel Platz für Equipment oder so? Sowas geplant? Wir haben sehr darum gerungen, eine möglichst kundenorientierte Lösung zu finden. Sitze haben heute eine hohe Sicherheitsfunktion. Mhm. Das macht sie, wenn man sie aus dem Auto entnehmen will, sehr schwer. Ja. Wir sind daher in die Richtung gegangen, das in eine Fold-Flat-Lösung zu bringen. Mhm. Das wird natürlich dann ganz besonders bei dem Langradstand interessant. Also ähnlich wie wir es vom Touran dann kennen, dass man die versenken kann. Man kann alles umklappen und dann hat man eine Ebene, auf der man dann entweder laden kann oder man schmeißt sich halt eine Matratze rein oder eine Isomatte und Schlafsack und schon geht's ab in den Urlaub. Ja, super cool. Ja, okay, also das ein paar Stichworte aus der Originalkommentierung vom Klaus. Sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast, dann heute auch hier dabei zu sein. Wirklich großen Dank, einfach auch mal den O-Ton vom Designer zu hören, was er gesagt hat. Wenn ich jetzt abschließend letzte Frage hätte, was ist dein Lieblingsdesign am ID. Buzz? Wo sagst du, da bist du besonders stolz drauf, dass wir das gekriegt haben, dass wir das umgesetzt haben? Ich bin auf, sage ich mal, zwei Dinge. Völlig in Ordnung, wir nehmen auch zwei. Sehr stolz. Erstmal darauf, dass es uns gelungen ist, den Charakter, den der Shoker hatte, einzufangen und in das finale Produkt zu überführen. Dazu gehören viele Elemente, aber dass das so dicht dran ist am Shoker, das ist schon besonders. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, das zweite, ist der Name. Dass dieses Auto einen Namen hat, ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, alle zu überzeugen, dass das Auto genau diesen Namen hat. Ja. ID Buzz und nicht eine Nummer. Super gut. Okay, also, das war der Klaus. Danke. Bis bald. Im Innenraum muss man über Platz, glaube ich, nicht reden. Also das ist kein ID.3 mehr, das ist kein ID.4 oder ID.5. Das ist ein ID. Buzz und der ist wirklich riesig. Also so viel Fingerspanne habe ich gar nicht, um euch zu zeigen, dass ich mit 1,75 maximal bequem hier sitze. Zudem lässt sich die ganze Rückbank hier auch noch etwas verschieben, um noch ein bisschen mehr Platz zu machen. Und man kann sie auch in der Sitzneigung noch mal ein bisschen anders positionieren. Das ist natürlich ideal für lange Strecken. Beinfreiheit ist maximal vorhanden, auch das wichtig natürlich. Und selbst hier auf dem Mittelsitz sitzt man total bequem, auch wenn er jetzt nicht so besonders ausgeformt ist. Aber ich sitze wirklich auch aufgrund des geraden Ladebodens maximal bequem. Übrigens, die Schiebetüren haben hier ein Öffnungsmaß von knapp unter einem Meter. Das ist vielleicht ganz interessant für den Rollstuhlfahrer, um seinen Rollstuhl hier hinten reinzupacken. Auch dafür sei nochmal gesagt, beide Schiebetüren sind serienmäßig, elektrisch dann optional. Und ich denke, das Reinverfrachten eines Rollstuhls hier auch in einer elektrischen Form dürfte damit gar kein Problem sein. Ja, auf dem Fahrersitz sitzt man tatsächlich nochmal anders als auf einem ID.3. Ich habe tatsächlich für beide Seiten hier so Armstützen,
Ne? Also das ist beim ID.3 nur auf der Beifahrerseite, also auf dem rechten Arm sozusagen vorhanden zur Mittelkonsole. Hier im Bus, man sitzt deutlich erhöht, man sitzt auch irgendwie gefühlt ein bisschen gerader. Also ich bin ja jemand, der sich schon recht ins Auto lümmelt. Übrigens, hier sind zwei Stufen Memory-Funktionen vorhanden. Das heißt, ich kann hier auch Memory-Funktionen für meinen Sitz speichern. Das ist beim ID.3 zum Beispiel ja nicht der Fall. Und ja, ich muss sagen, Platz ist auf jeden Fall jede Menge da. Jetzt ist der Sitz tatsächlich sogar auf mich so eingestellt, dass ich nicht an die Pedale komme. Ich roll mal eben vor oder schiebe mich mal eben vor. Und so, so würde ich sitzen. Zur Front sind es tatsächlich noch, also zur Frontscheibe. Ich komme nicht an. Also für YouTuber ganz schlecht. Ich kriege da überhaupt nicht meine Kamera oben ran. Muss aber auch nicht, weil da findet sich bestimmt was anderes. Nur im Moment, ihr seht es, noch kein Glasdach. Auch das ist etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist. Ich hätte gerne ein Glasdach. Aktuell weiß ich gar nicht, ob das geplant ist. Das kriege ich aber noch raus. Geliefert wird der Bus übrigens mit der Software 3.0, vielleicht sogar 3.1. Bestellfertig im Mai. Ab Mai könnt ihr den Bus so bestellen. Auslieferung soll dann noch in diesem Jahr erfolgen. Q3 Ende, vielleicht Q4. Das steht noch nicht final fest. Aber genau wie die Preise wird das eine große Überraschung werden. Ja, auffällig ist hier natürlich auch in der Seitenlinie geschwärzte A-Säulen. Auch hier alle Säulen geschwärzt, sodass sich das Design komplett nochmal sehr gut darstellt des Busses. Und auch am Heck geht das weiter. Wir haben eine durchgehende Lichtleiste auch hier im Heckbereich. Genau wie an der Front. So ist es von den ID-Modellen ja bekannt. So ist es zum Beispiel jetzt auch beim ID.4, beim ID.5 der Fall. Der ID.3 hat ja keine durchgehende Lichtleiste. Wie gesagt, der ID.Bus, der hat sie dann. Und was er auch hat, das ist da unten, jetzt nicht sichtbar, eine Anhängerkupplung. Ja, der ID.Bus jetzt in der Variante jetzt hier, sprich mit Heckantrieb 204 PS, darf 1000 Kilo ziehen. Mehr ziehen darf dann wahrscheinlich so der Allrad, der kommt auch mit einem größeren Akku. Da geht man aktuell von 1,5 bis 1,6 Tonnen aus. So, das ist also das neueste Mitglied der ID-Familie, ID.3, ID.4, ID.5 und jetzt der ID.Bus, der aus Hannover kommt, wird also nicht im Werk Zwickau produziert, sondern bei den Nutzfahrzeugherstellern und kommt auch als ID.Bus Cargo. Hat dort dann tatsächlich eine hohe Nutzlast, kann 2 Europaletten in sich aufnehmen, ist ideal für den Handel und hat natürlich auch, wie der ID.Bus hier, eine vorhandene Dachlast von 100 Kilo. 100 Kilo, das reicht für E-Bikes, das reicht für Surfbretter. Genau das, was eigentlich die Boys wollen oder Girls wollen, die mit ihrem Surfbrett dann an den Strand fahren oder wie ich einfach mit dem Surfbrett durch die Welt fahren, weil es einfach cool aussieht oder so. Bestellbar ab Mai, habe ich schon erwähnt, und dann verfügbar ab Ende des Jahres circa. Das ist noch nicht ganz raus, auch leider die Preise nicht, habe ich auch bereits erwähnt. Aber ich freue mich tierisch drauf und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video, die kleine Einführung zum ID.Bus gefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, verschiebbare Rücksitze hatte ich. Ich habe tatsächlich auch gefragt, ob es Einzelsitze geben wird, ob diese Schienen im Boden kommen. Leider wohl nicht, weil Sitze, die zum Rausnehmen sind, die sind sehr schwer und haben somit immer auch so ein bisschen Nachteil, gerade auch was Safety angeht. Das heißt, ihr müsst euch wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Gedanken gewöhnen, dass es keine Sitzschienen unten im Boden geben wird, dass es keine Einzelbestuhlung geben wird. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, viele Ideen. Auch der Camper ist für 2025 angekündigt und ich gebe das noch nicht ganz auf, aber für euch vielleicht wichtig zu wissen, die Langversion, die kommt später im langen Radstand, dann mit einer dritten Sitzreihe hinten natürlich. Und ja, soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe einen kleinen Haspler. Daumen hoch natürlich. Ihr dürft meinen Kanal abonnieren, denn ein Abo ist immer kostenlos und niemals umsonst. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder hier auf dem Kanal Schwungvoll. Danke fürs Zusehen und ciao.